der Seite sieht, kann man erkennen, ob da Sonderräder montiert sind und ob das Fahrzeug tiefer gelegt ist. Und das ist bei dem Fahrzeug definitiv der Fall gewesen. Und was die Besonderheit in dem Fall ist, ist natürlich, dass die Räder extrem groß wirken im Verhältnis zum Radausschnitt. Wir nehmen ihn jetzt mit am Stau vorbei auf dem großen Seitenstreifen. Der Verkehr staut sich hier immer aufgrund der Verkehrssituation der A40. Wir fahren jetzt in unsere Kontrollstelle und werden den da dementsprechend erstmal in Augenschein nehmen. Wir schauen natürlich auf sämtliche Fahrzeuge. Man muss dazu ganz klar sagen, wir machen ja jetzt hier eine gezielte Kontrolle bezüglich technischer Veränderungen an Fahrzeugen. Die überprüfen wir natürlich, ob die legal sind, also zulässig sind oder halt nicht. Wir schaffen Fakten, die Polizei vermutet nicht. Wir messen gewisse Höhen an Fahrzeugen, die in dem Fahrzeugschein oder in den Papieren eingetragen sind. Die messen wir nach und kontrollieren diese. Bei gewissen Abweichungen stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar, die von uns geahndet wird. Lärm macht krank. Wir haben in Deutschland über 3000 Herzinfarkttote, die aufgrund von Lärm versterben. Man muss sich vorstellen, eine Verdopplung der Wahrnehmung sind nur 10 Dezibel von den menschlichen Hören. Und 10 Dezibel, dann wird immer oft belächelt, wenn man diesen Wert messen. Da ist ja nur 10 drüber. Aber genau das macht es aus. Also grundsätzlich mache ich einen ganz normalen Job als Polizeibeamter. Natürlich kann man auch heutzutage auf dem schnellsten Wege Aufkleber herstellen. Mich berührt es nicht. Wenn die Herrschaften das machen möchten, können die das gerne tun. Solange da keine Beleidigungen bei sind, habe ich da gar kein Problem mit. Ich bin da auch locker, ich kann auch gut Spaß verstehen, so ist es nicht. Wir sind aber ganz klar von unserer Arbeit überzeugt. Wir machen Verkehrssicherheitsarbeit. Uns geht es nicht darum, den Leuten dementsprechend das Hobby zu vermiesen oder irgendwelche andere Sachen zu machen. Wir wollen, dass die Leute sicher auf den Straßen fahren.